kann ich widersprechen, auf Bild zu erscheinen. Das ist jetzt blöd, weil ich ganz vorne bin. Du bist live. Schlubbelt! Besonderes im Bikini als auch hier zu stehen und gleich auf der Bühne zu müssen, oder ist es egal? Schon was dazu und es ist schon schön und man kann sich präsentieren, das ist toll. Also es ist jetzt auch nicht so das, dass man hier steht und ja, dieses Fleischbeschauung nenne ich es jetzt einfach mal. Also das ist es halt überhaupt gar nicht und deswegen ist es halt umso schöner. Du kommst aus Frankfurt, gell? Ja. Was bedeutet das für dich? Willst du gewinnen heute? Natürlich, deswegen steht man auch hier. Wenn nicht, dann hat man auch keinen Spaß. Und warum soll man mitmachen, wenn man nicht gewinnen will? Und du hast gesagt, du kochst gern philippinisch. Ja. Also kommst du auch daher ursprünglich? Ja, meine Mama kommt aus Philippinen, ja. Okay, schön, ja. Bist du aufgeregt schon? Immer. Du siehst total hübsch aus. Darf ich das mal kurz zeigen? Sehr schön. Danke. Ja. Du kriegst ganz viele Smileys mit Herzen in den Augen. Magst du dich kurz vielleicht mal vorstellen, woher du bist und wie alt du bist? Hi, ich bin Kaira Birkenstock. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere in Frankfurt Wirtschaftsinformatik auf der FH und ja, ich koche und backe gerne. Hat sie ja also schon gesagt. Ja. Bist du Single? Ich wurde gerade gefragt. Nein, ich will schon vergeben. Okay, schade. Aber wer von euch ist denn Single? Alle vergeben. Tut mir echt leid. Schwierig, ja. Ja, ist schwierig. Kann ich mir vorstellen. Können wir jetzt wieder unsere Besprechung machen? So. Ich darf an dieser Stelle die Schule schon mal ausrufen. Der liebe Schüler mit mir. Ja. Hallo bei DSS. Was ist so das erste Körperteil, auf das ihr guckt, wenn eine Mädel rauskommt? Tatsächlich das Gesicht, würde ich sagen. Ne? Ja, aber bei mir ist es irgendwie der Gesamteindruck. Der Gesamteindruck? Definitiv der Gesamteindruck. Also wenn das Mädel rauskommt, dann muss es stimmen, ganz einfach. Also ich glaube halt wirklich auf die Ausstrahlung vom Gesicht. Ne? Man guckt ja als wirklich als erstes ins Gesicht, da denkt man, das ist ein Mann. Aber als Frau guckt es schon ins Gesicht, ne? Und dann sieht man ja einfach so eine, dieses Funkeln, dieses Mann, so Leidenschaft. Ne? Man sieht, die möchte es wirklich. Okay. Also ich empfinde das so, ne? Also Miss Hess muss auf jeden Fall auch das gewisse Etwas haben. Absolut. Schönheit von innen, würde ich sogar fast sagen. Ja. Schönheit von Charisma, Selbstbewusstsein. Also das spielen wirklich viele Faktoren zusammen. Ja. Würde ich auch sagen. Gerne. Darf ich auch noch was fragen? Ja, an gerne großen doch. Mann. Ja. Worauf achtest du denn besonders bei den Mädchen?
Ja, das ist ja so eine Gesamtkomposition. Das beruht auf Ausstrahlung, das beruht auf der Optik natürlich. Die Proportionen sind wichtig bei einem Mensch, finde ich. Vielleicht gibt es da ja so einen goldenen Schnitt. Und das sind so Sachen, wo ich drauf achte. Die Ausstrahlung, wie freundlich sie ist und ob sie vom Gefühl her das Potenzial hat, praktisch als Miss Hessen Miss Deutschland zu werden. Und was ist so das Körperteil, worauf du als allererstes achtest? Wo ich als erstes drauf achte? Wo guckst du zuerst hin? Also, natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt werde ich zittrig und so. Natürlich sagt ja jeder aufs Gesicht, ist ja klar. Man macht da wirklich instinktiv, guckt man aufs Gesicht und dann guckt man sich die anderen Sachen an und guckt dann, ob das wirklich alles zusammenpasst. Ja, und dann, ich hab Kandidatinnen, da bin ich mir sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Was ist denn deine Favoritin bis jetzt? Favoritin? Ich möchte wirklich keinen Namen nennen. Ach, ist das schön. Aber fast so wie bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Ich habe Favoritin. Ich habe auch eine. Ja, soll ich dir sagen? Deswegen bin ich aber auch muss mir deine auch sagen. Hier in dieser das ist schwierig. Und das ist schwierig, weil in der Jury bin ich ja auch ein bisschen geheim. Ich mag Kandidat Nummer 11 sehr. Weil die Mitglieder noch dazugekommen sind, auch sie sind natürlich ganz recht herzlich begrüßt. Warte mal, da gucke ich mal gerade. Kann man da was sehen? Echt, das ist ja echt Hammer. Du hast gesagt. Krass da oben. Ja, und wir sehen die Miss Hessen 2017. Also, da zum Beispiel Nummer 7 ist ganz hübsch. Nummer 3 könnte hübsch sein. Den Platz für Hessen einnimmt und für alle anderen Bundesländer und überregionale. Ja, siehst du mal. Sich dann vielleicht läuft doch, durchsetzen kann. Und wir hoffen, wir drücken die Daumen. Denn ja, jetzt geht's auch wieder weiter. Mit Katharina Schubert tatsächlich eine Dame, die dritte wurde bei der Wahl zu Miss Germany. Und das letzte Mal, also live. Miss Germany wurde, das ist schon ein bisschen länger her, das war nämlich 2000. Mein Name ist Henning Baum. Ich bin deutscher Schauspieler von letzter Bulle. Ich bin 1,95 Meter groß, ich bin blond und ich bin sehr starker Mann. Ich bin Prashant. Darmstadt damals, die es geschafft hatte. Seitdem wartet Hessen wieder auf eine Schönheitskönigin ganz, ganz oben. Die jungen Leute wollen gerne Selfie machen. Haben wir gemacht. Ja, ich freue mich sehr gerne, hier in Hessen zu sein, weil in Hessen verdiene ich mein Essen. Und obwohl ich aus Göttingen komme, bin ich sehr gerne hier und mit netten Leuten kennenzulernen. Und diese Arbeit, die sehr schwierig für mich. Das heißt, der Seniorchef macht seit 1960 die Miss Germany-Wahl. Wir werden fett aus, aber egal. Weil die Geschichte etwas älter noch ist, dann ich freue mich, euch live zu sehen. Und das ist für mich eine Ehre, dass ich heute in der Jury sitzen darf. Und alles für das gute auf Facebook, Matzebuch. Was machst du als erstes bei den Mädels? Es ist, und das ist bewiesen, wohin guckst du zuerst? Wie alle jeder Sau sagt, Ausstrahlung. Sagt jeder. Das ist wie ein Drehbuch. Aber ich gucke das ganze Paket. Ob sie kürzlich lacht oder wie sie läuft, wie sie die Fragen beantwortet von dem Top-Moderator Rutschneider. Die Fragen gut beantworten, ihre Ausstrahlung, wie sie läuft und Figur. Leider muss ich auch gucken. Ganz kurz, auch wer ist deine Favoritin? Das darf ich nicht verraten. Ich liebe Dieter Bohlen, aber ich bin nicht so knallhart. Ich finde in jeder Frau was Schönes und dann finde ich sehr gut und ich muss los und bis gleich. Ciao. After-Show-Party in der Admiral Music Lounge. Danke schon mal an dieser Stelle, an diesem wundervollen Club, den ihr hier in Gießen habt. Und da werden wir heute Nacht richtig schön die Bude abreißen. Das Ganze mit allen Mädels, mit allen Teilnehmerinnen, mit unserer Jury, mit unseren prominenten Schauspielern, die heute noch das ein oder andere dort machen werden.